Willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow Tactics Blades of the Shogun. Wir sind hier in Folge 89 bei Kagesamas Lager und es sind wirklich nur noch ganz wenige Wachen und Unterstützer von Kagesama da. Kagesama ist natürlich der Böse und soll getötet werden. Soll getötet werden. Und jetzt geht es los hier mal wieder mit Kazekiri. Alex am Steuer sammelt hier gerade die restlichen Wachen außerhalb des Lagers ein. Holy crap. Das kann nicht funktionieren. Geiler Shit. Du bist ruhig. Ja, ich kann den ja nicht da durchtragen, oder? Dann werde ich gesehen von irgendwem da im Lager. So, echt? Ja, ich dachte, das war so ein bisschen gestrichelt. Ja, das stimmt bestimmt. Dann musst du das jetzt an ihm vorbeitragen. Ach ja, stimmt, das geht ja. So, Entschuldigung, Zivilist. Ja, gut reagiert. Immer schön auf den Brücken natürlich entlang, weil wir in den Pfützen ganz viel Lärm machen und das hören dann die anderen Zivilisten, die dort sind und am Wasser arbeiten. Kann ich eigentlich Yuki K.O. werfen? Nee. Die juckt das kein gar nicht. Friendly Fire. So, okay. Timo, erzähl mal, warum mussten wir die jetzt eigentlich wegräumen? Oh, er hat jetzt Kopfschmerzen, was macht er? Er geht ins Haus, ne? Der ist jetzt weg. Stark. Ja. In der Folgenpause wolltest du gerne ein paar Steine holen und schon mal bereitstellen. Denn man könnte vielleicht ein paar Wachen mit Steinen töten. Das wird ja immer als Unfall angesehen und schlägt somit keinen Alarm. Und das ist dann sicherlich eine gute Sache. Wir haben nämlich auf der Map schon einige Steine entdeckt, die Mugen tragen kann. Und Alex versucht jetzt gerade mal ein paar Steine zusammenzutragen. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen Zeit kostet. Es wäre halt nicht gegangen, ohne dir so beiden Wachen zu erledigen. Und dann dachte ich, naja, okay, dann machen wir das doch in der Folge und nicht in der Folgenpause, sonst ist halt zu viel passiert zwischendurch, wäre ja auch doof. Genau, den Bereich, den Mugen hier gerade durchquert hatte, der wurde ja noch eingesehen von den beiden Strohhüten, die wir gerade erledigt haben. Und das heißt, die mussten dann nochmal weg. So, wie geht das jetzt? Ich kann jetzt hier... Oh Gott, jetzt mal nicht kaputt machen, Mugen. Einfach fallen lassen, oder? Ja. Hast du echt geduckt, ne? Oder was? Nee, fallen lassen. Man steht einfach da und drückt nochmal A. Ah, okay. Sehr schön. Falsch abgebogen. Wo war der zweite Stein? Der war oben hinten im Gebüsch da irgendwo, ne? Also nicht beim Gebüsch, sondern da, wo der eine Strohhut stand. Ja. Der besonders nervige. Zeigen wir euch, kein Problem. Hier links. Links musst du, ja. Da lang und da steht er schon. So. Zwei Steine, damit kann man doch sicherlich einiges anfangen. Wir haben auch, also die Steine holen wir nicht so einfach so auf blauen Dunst, sondern wir haben tatsächlich einen Plan dafür. Und zwar gilt es damit, die Leute im Lager umzunieten, ohne dass Alarm geschlagen wird. Gucken, ob das was wird. Ja, wir haben schon geguckt, ob man Dinge über den Zaun da werfen kann, mit dem das Lager eingezäunt ist. Das funktioniert nicht so gut. Der Zaun ist leider etwas zu hoch. Und wir müssen uns damit begnügen, die Steine durch die Tür zu werfen oder so etwas. Genau. Vielleicht kann man auch Leute anlocken und dann Steine raufwerfen, aber das ist alles sehr vage. Was hast du geplant? Also, was gehen könnte, ist folgendes. Ich mache Schattenmodus mal, um das zu demonstrieren. So, ich gehe mit Mugen hier hin. Sag ihm, Mugen, schmeiß doch mal einen Stein. Kann ich noch mehr als die beiden erwischen? Nee, ne? Einfach auf die beiden. Sag ich mal hier, so. Habe ich die jetzt bei? Jetzt sterben beide durch den Stein. So, das mache ich. Dann stelle ich mich hier hin. Warte, bis der Typ sich wegdreht. Und nichts mehr sieht von dem ganzen Geschehen. Oh, du hast gesehen. Gleich, oder? Nee, wenn ich jetzt werfe, müsste das.
Dann geht das nicht, nee. Wie ging denn das? Vorhin hat das einmal geklappt. Ich habe irgendwie mal was geschafft, da reinzuwerfen. Achso, das ist, der dreht den Kopf, ne? Der oben sitzt. Ach. Ja, dann geht das auch. So. Dann habe ich nur schlecht getimed. So, die beiden. Müssen wir nur vernünftig timen. Die Patrouille muss noch weggehen. Und der muss dann weggucken, der obere. Der muss nach links gucken, oder? Ja. So ungefähr war der Plan. Jetzt könnte es sein, dass sie suchen gehen. Deswegen gehen wir mal auf Klo. Genau, das war natürlich ein ganz schlimmer Unfall. Da kam einfach ein Stein von oben. Man kennt das ja. Fieser Steinschlag. So, damit das alles so lange dauert, wenn wir jetzt einfach warten, machen wir mal was anderes. Ja, wir müssen wirklich aufpassen mit den Pfützen, die hier um das Lager herum sind. Wow, nicht schlecht. Und Hühnern. Ist auch mit dem Stroh rechts, ne? Wenn der einen Huhn abkriegt, dann ist er vorbei jetzt. Nein! Verdammt mich! Das war nicht gut. Jetzt kann ich durch. So. Hühner, entspannt euch. Nicht zum Strohhut gehen. Ich soll aufpassen. Tja, wo gehe ich denn dann hin mit ihr? Einfach nach unten straight. Und laufen. Nach unten straight und laufen. Okay. Und dich hinhocken, sobald er um die Ecke kommt. Ah, okay, hat geklappt. Ach, da ist ein Zivilist, hast du das gesehen? Habe ich nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, aber ist ja gut gegangen. Der checkt das die ganze Zeit mit den Hühnern. Hä, wer ist das denn jetzt? Hm? Wieso ist keiner tot? Habe ich nicht gerade die Falle gehört? Ja, sie ist getriggert, aber er ist nicht gestorben. Dann machen wir das nochmal. Ja. Der dreht sich nochmal um, oder? Zu viel Angst, ich hab Angst, ich geh mal noch nicht los. Muss abgehauen sein, dann gehe ich doch los. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das war gerade sehr, sehr glücklich, dass der uns nicht entdeckt hat. Tu den mal weg. Okay, das zählt als Kill. Hühner, ihr dürft nicht den Strohhut alarmieren, okay? Ja, und vielleicht nicht ganz so an der Wand, genau. Das klappt immer nicht so gut. Nach meiner Erfahrung. Okay, aber jetzt sieht sie doch ganz gut, oder? Ja, sieht gut aus. So. Jetzt wollen wir natürlich nicht, dass zwei Wachen hierher gelockt werden. Das wäre doof. Ich achte mal auf den, der ankommt und getötet werden soll. Und du verziehst dich einfach. Geh noch einen Schritt weiter! Was ist das für ein Arsch? Manu! Na gut, machst du die Falle ein bisschen weiter oben. Huch. Oh, das war ein Huhn. Ach, ein Huhn hat die Falle ausgelöst vorhin. Das war richtig knapp. Geh noch einen Schritt. Ach. Das war ein Huhn, was die Falle ausgelöst hat. Es sind auch nur noch zwei Hühner da. Nee, ne? Ach. Oh, die armen Hühner, das tut mir leid. Das war nicht so gedacht. Oh Mann. So tötet man also Hühner, Timo. Alles klar, wir haben irgendwo eine Errungenschaft bei Steam gehabt, ne? Dass wir einen Huhn getötet haben und haben uns dann gefragt, wie kann das passiert sein? Wir wussten es nicht mehr, vielleicht mit einem Shuriken oder so. Irgendwo mal, aber ja, na gut. Anscheinend können die Hühner einfach auf Yukis Fallen rauflaufen. So, jetzt ist er weg. Zwei Hühner hat das gekostet, ist das zu glauben? Ja, die Armen.
Aber wenn einen die Hühner stören, kann man das dann auch vielleicht nutzen, um die Hühner loszuwerden mal. Ja, das stimmt. Das geht. Ach, wo bringe ich den denn jetzt hin? Das dauert ja eine Stunde. Was ich, ins Haus oder so. Also du willst sie noch werfen, ne? Eigentlich nicht. Okay. Weiß nicht. Zu dem Zivilisten. Sicher ist sicher. Hier, ich hab was für dich, bitte. Ja, darf ich kurz mal hier in ihrem Gewässer meine Leiche entsorgen? Das stört sie doch nicht. Dann stellen wir sie erstmal wieder auf und Mugen auch wieder auf den Tötungsmodus. Nicht, dass wir aus Versehen irgendwie K.O. waren. Oh, apropos, Kagesama. Tot oder lebendig? Weiß nicht. Lebendig? Lebendig. Na klar. Zwei Dudes, nee. Wie viele sind das noch? Drei. Aber den einen kann ich auch locker mit einer Falle machen, oder? Locker. Es sei denn, die Hühner rennen wieder drauf. So, hier ist die doch ganz gut. Oh, das, das nicht Kagesama sieht. Nein, der sieht das nicht. Der sieht gar nichts. Guck mal, ohne Hühner zu... Oh. Oh Gott, oh Gott. Leute, hört auf, ihn da reinzuschieben! Ihr seid doch wahnsinnig! Das war doof. Also der Typ geht mit den anderen beiden zusammen los, ne? Ja. Das ist ja umso besser. Oh. Gutes Geschäft gewesen, Mugen. Achso. Wo stellst du dich hin? Ich wollte eigentlich hier durchlaufen. Darf ich? Nee, ne? Nee. Dann machen wir das. Ach, weißt du was? Kann ich den nicht auch hierher flöten? Und dann sage ich so, schmeiß mal hier den Stein hin, Mugen. Ja, wahrscheinlich sammeln die sich an der Ecke erst, wenn sie um die Ecke umbiegen oder so. Dann. Aber ich treffe doch damit den gesamten Bereich hier vorne gerade, oder? Okay, alles klar. Ich probiere das mal. Ja, mach das. Gucken, ob das was wird. So, wenn ich die jetzt hier herflöte. So, speichern. Flöten. Und warten. Schmeißen. Viel zu spät. Also gut. Schaffe ich es noch mit Yuki wegzulaufen? Ich kann doch mit Yuki auch ins Haus, oder? Ja. Ja. Easy. Wenn ich so hier flöte und dann ins Haus laufe. Die gucken ja total nur in die Richtung. Dann gehen die da alle drei hin und ich schmeiße den Stein dann manuell. Meinst du, das klappt? Ja, ich würde den Stein auch manuell werfen. Aber, ja. Genau, jetzt. Okay, die lassen sich nicht so super gut hierher locken. Vielleicht locke ich die doch zu dem anderen Tor. Komm ich da noch hin? Meinst du, das ist hier besser? Ich glaube, was du machen kannst, ist, dass du nicht versuchst, alle zu erwischen. Das heißt, du lockst irgendwie die an und dann, sobald mal einer da ist, wirfst du einen Stein rauf. Stimmt, das reicht ja völlig. Und dann ist einer weg oder vielleicht sogar zwei. Und mit Mugenshammer, also Yuki muss schon weg sein zu dem Zeitpunkt. Mit Mugenshammer läufst du dann einfach, nachdem du ihn geworfen hast, sofort weg. Und ja. Mit Fluchtweg und so. Nein! Ich wollte doch Schattenmodus dahin haben. Entschuldigung. Also, Mugen. Das kannst du auch hier vorne machen. Gut. Das möchte ich aber hier. Klar. So, Mugen schmeißt da einen Stein hin. Bin nicht zu sehen, Junge. Was denkst du dir denn? So. Stimmt, wir haben da auch das Haus, ne? Hier direkt vorne. Haus? Da kannst du direkt hier reinlaufen. Tatsache. Mit Yuki zum Beispiel und. Mit Mugen auch. Na, mit Mugen nicht, die mit sehen Mugen ihn. Würde ich eher nach rechts laufen, ne? Ja, genau, musst du
Musst du wahrscheinlich abhauen. In eine Richtung, in die sie nicht gucken. Uha. Und go. Ist nur noch einer da. Ja. Stark. Ich glaube, Kage-sama hat schlechte Karten. Ja. Da sind noch irgendwie zwei Strohhüte, die sich nicht so richtig für ihn interessieren. Ansonsten gibt es da ist noch irgendwie einer, der auch. Oh, 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 ist er aufgestanden? Ja. Das ist aber seine Aufmerksamkeit leider nicht wert. Okay, er scheint sich ein bisschen zu verhalten wie ein Samurai. Wo ist denn Hayato gerade? Nicht in Shuriken-Reichweite, ne? Das macht nichts. Hat der überhaupt einen gestrichelten Bereich? Nee. Doch, da hinten. So, Typ, hör mal auf jetzt hier, mach mal wieder normal. Das war ein Stein. Ein Stein, der geflötet hat vorher. Und dich dann angegriffen hat, ne? Ja, irgendwie so ein Stein halt. Kennt man doch solche Steine. So, wann kann ich den Typen anflöten? Der, das ist der, den ich hinten kriegen kann, da rechts. Kriege ich den denn angeflötet? Ne, vom anderen Tor aus. Ist das schon gespeichert? Ja, ne? Ja, ja. Logisch. So, hier ungefähr. Sehr schön. So, mein Friend Reno, komm mal ins Flöt, in den Flötkreis. Das hinter dem Lagerfeuer. Ah, ja, hinter dem Lagerfeuer. War das schon wieder ein Huhn? Oh, diese blöden Hühner. Oh, da bist du doch bescheuert. Weißt du, Minima-Gesellschaft. Hi. Keine Lustwelle. Oh, diese doofen Hühner. Wie viele sind da noch? Na, was machst du jetzt? Eins. Kommst du her? Das ist jetzt Hayato nehmen und dann ist er Geschichte. Ich wollte gerade sagen, schaffe ich das noch? Naja, er bewegt sich auch ein bisschen komisch. Ja. Zack. Kann ich nicht den jetzt auch noch? Ja, kannst du mal. Der wird doch nicht gesehen, da kann ich auch einen Huhn. Nee, einen Huhn kann ich nicht. So, Kage-sama, sieht schlecht aus für dich. Wo steht überhaupt noch jemand? Ach, da oben sind ja noch reichlich Punkte. Ach, das sind 5 Zivilisten, 6 Zivilisten und 2 Wachen. Ja, die 2 Wachen sind noch da. Ah, es sind nur noch diese beiden Wachen hier. Sollen wir die noch machen? Oder Kage-sama jetzt? Ich denke, das kannst du dir für die nächste Folge überlegen, wie du das machen willst. Und dann kannst du entweder die beiden Wachen noch töten oder nicht. Du kannst Kage-sama tot oder lebendig an den Shogun übergeben. Das lege ich jetzt voll in deine Verantwortung, Timo. Und du zeigst uns dann in der nächsten Folge, wofür du dich entschieden hast. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.